gibt immer Situationen, wo man als Gruppe zusammen Dinge zu klären hat. Und an der Unternehmensspitze, die meisten Entscheidungen fallen im Gespräch oder zumindest sie werden im Gespräch in Gruppen vorbereitet. Und die Qualität der Zusammenarbeit in Gruppen entscheidet wesentlich darüber, welche Leistung die einzelnen Menschen und dann aber auch die ganze Gruppe bringen kann. Also ich habe ja hier Ihre Rahmenverträge, die Sie da abgeschlossen haben, und wir sind gerade dabei, die zu durchforsten. Ja? Und da habe ich manchmal so das Gefühl von so einer gewissen Vetternwirtschaft, die da stattgefunden hat. Also das wird jetzt unter meiner Ägide hier nicht mehr passieren. Mal sehen, was da passieren wird unter dieser Ägide. Also wenn wir einen Rohrbruch haben, nicht? Dann brauchen wir ein neues Rohr. Nicht? Da kann ich nicht erst einen Antrag stellen und wie Sie dann bestellen. Dann rufe ich eben an. Ja. Und der Rolf, der weiß genau, was ich will. Und der liefert mir auch Qualität. Ja, der Rolf, ne, da hört man es ja schon. Ja. Also Sie sagen es ja selber. Aber so kriegen wir kein Up-to-State-of-the-Art-Thema hin. Ich weiß, der liefert mir keinen Scheiß. Ja, aber so kommen wir jetzt doch nicht weiter. Also ich meine, das ist für uns alle eine schwierige Situation. Ich entsinne mich noch gut daran. Sie waren damals schon ganz am Anfang, haben Sie darauf hingewiesen, das wird eine schwierige Situation. Wir alle wollten die Fusion. Und wenn wir so miteinander reden, kommen wir keinen Schritt weiter. Also das gilt ja für beide Seiten, ne? Ja. Gerade dann, wenn man merkt, man rennt aneinander vorbei, es quietscht und Eier zu sagen, halt, stopp, lass uns mal hinsetzen. Was ist da gerade los? Das halte ich für das zentrale Muster, um gut miteinander zu arbeiten auf Dauer und nicht im Konflikt stecken zu bleiben. Meiner Ansicht nach sollten Menschen, die in Gruppen arbeiten und die Gruppen leiten, also Führungskräfte, Projektleiter, Moderatoren und, sollten das, was in dem gruppendynamischen Raum passiert, sollten sie bemerken, und zwar im Drinstehen. Hier haben wir es auf der Bühne gehabt. Sie sollten merken, hoppla, jetzt entfaltet sich hier eine Machtdynamik. Keiner kann sich entziehen, ich auch nicht, wenn ich Gruppenleiter bin. Der Meister, das war ja sozusagen auch die Wertung, die man mitschwang, der ist seit 40 Jahren im Unternehmen. Und früher auch beim Automobilhersteller und bei vielen Firmen war es so, dass Qualität, Stückzahl vor allem anderen kam. Und dann kamen die Kosten und die Wirtschaftlichkeit. Das hat sich ja in den letzten zwei Jahrzehnten deutlichst gewandelt. Und von dem her glaube ich, dass er einfach eher nochmal so im Rückzug ist und kämpft um seine Werte, die ja über Jahrzehnte richtig waren. Und jetzt wird ihm quasi signalisiert, Qualität ist nicht alles, sondern es geht auch um andere Sachen, die da heißen Geld, Wirtschaftlichkeit. Das ist sozusagen nochmal für ihn auch ein gewisser Schock, Kulturschock. Genau, aber so, die ist halt kühl, aber die hat, also insofern, wenn Sie so sagen, so Eigeninteresse, würde ich sagen, das kommt bei ihr genauso raus. Sie hat ein klares Interesse, am Ende des Tages sollen die Kosten unten sein. Und ob in München das Rohr bricht, hat sie gesagt, ist ihr wurscht. Wenn man sich in solche Sitzungen begibt, unabhängig, ob er jetzt den Meister angekündigt hat oder nicht, aber dass man sich vorher schon überlegt, wirklich so, wo brauche ich auch wirklich ein Gleichgewicht? Wo muss ich auch Koalitionen bilden? Wen muss ich auch mitnehmen, damit ich nicht alleine im wahrsten Sinne des Wortes stehe gegen andere? Na, ich denke mal, was man hier sieht, wie etwas explodiert. Ja, wie etwas, was vorher noch am Tisch saß, also noch versuchte, über Worte miteinander etwas auszuhandeln, wirklich jetzt über dieses Aufstehen, die Empörung und das Auseinandergehen wirklich zerbricht. Klaus Antons ist eigentlich der Führende oder einer der führenden Gruppendynamik-Forscher und Praktiker im deutschsprachigen Raum. Er tut das seit Jahrzehnten, muss man sagen. Sein Buch Praxis der Gruppendynamik ist eines der weit verbreitetsten Bücher zu dem Thema. Und deswegen habe ich ihn eingeladen hier zum Thema Gruppendynamik. Mich hat heute sehr daran interessiert, nochmals die Gewaltdynamiken einfach kennenzulernen, diese Dynamik, die so einen Veränderungsprozess mit sich bringt und insbesondere auch der Satz vom Herrn Antons, dass im Anschluss eigentlich jeder wieder seinen Platz finden muss. Das sind so drei Dimensionen, die man, wenn man im Alltag ist, eigentlich vergisst. Aber wenn man dann sich in der Situation nochmal rausgeht aus der Situation und reflektiert, dann helfen einem die drei Dimensionen zu sortieren und eine Diagnose vorzunehmen.
Das Modell des gruppendynamischen Raums ist deswegen so hilfreich, weil es die Augen öffnet dafür, dass zwischen Menschen etwas abläuft, was physisch unsichtbar ist. Man kann sagen, da wirken Kräfte zwischen Menschen. Und diese Kräfte wirken auf jeden ein, der den Raum einer Gruppe betritt. Egal, wer ich bin, selbst ein weiser oder besonderer Mensch, wenn der in eine Gruppe reinkommt, steht er in der Dynamik von Macht und Einfluss. In diesem hohlen Würfel, in diesem dreidimensionalen Raum, bewegt sich eine Gruppe nach erkennbaren Mustern. Insofern ist es ein diagnostisches Instrument, dass ich feststellen kann, womit beschäftigt sich eine Gruppe gerade, was ist das dominante Thema, welche Themen sind weniger wichtig. Und man muss mal sehen, was hier auf uns zukommt. Also das ist schon beängstigend irgendwo, ja? Da kommt eine Kultur von, es geht nur noch mit Prozessbeschreibung, es geht nur noch mit, wer ist zuständig, was die Kollegin Haller sagt. Ich muss das alles mal auf Trab bringen, ja? Als Handlungsempfehlung oder Handlungsidee war heute Nachmittag wichtig, wenn sich solche Konflikte entfalten, Spannungen entfalten, Stopp zu sagen, es zu bemerken, Stopp zu sagen, sich nicht mitziehen zu lassen mit dieser Dynamik und dann auf die Situation zu schauen, wie innerlich Abstand zu nehmen, in eine Metaposition zu gehen, man nennt es auch Metakommunikation, zu verstehen, was da läuft. Und dafür ist das Konzept des gruppendynamischen Raumes hilfreich. Was ist hier los? Und dann darüber zu reden.